Ja Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play Death Stranding, einer neuen Folge. Wir haben ganz viele Aufträge angenommen. Ich glaube, das sind jetzt vier Stücke. Waren das vier, die ich eben angenommen? Nee. Das mach ich doch gar nicht. Ja. Oh nee, das ist was anderes. Das sind die vier Aufträge. Ah, und die, ja, ich würde schon dann für die Folge. Ach so. Ach ja, stimmt, vorne an. Ja, okay. Genau, deswegen gehen wir erstmal zu dem Wegposten von Capital North City. Genau, erstmal die hier hin. Das bietet sich. Genau. Das bietet sich auch erstmal an. Und los geht es. Wir sind startklar. Da können wir auch nicht was abliefern. Wir werden für dich beten. Ob jemand für mich beten müsste. Sieht nicht so aus, oder was? Und ob jemand für mich beten müsste. Nee. Für mich muss niemand beten, danke. Auch wenn es nett war. Nee, für mich und beten. Oh, komm gleich wieder, ne? Warum? Ich hab die getötet. Kann man. Nee, nicht getötet. Nee, das sieht sich voll eklig an. Muss er die muss er fressen, wenn er dazu nicht Blut im Körper hat. Boah, Alter. Also, Leute, so langsam, ne? Also ich bin ja so froh, ne? Dass ich jetzt hoffentlich nicht mehr besuchen muss, Schatz und Talker. Der ist ja so dermaßen kacke, der muss. Ohne Witz, ich muss aber ein paar Granaten mitnehmen und wieder reinhacken. Wie dumm, ey, ohne Witz. Trotzdem. Ich will doch nur ganz entspannt dadurch, ey. Kein Stress, Junge, kein Stress, Baby. Ich look jetzt gleich wie eine Vergiftung oder so, okay, kann ich nicht ausruhen. Das ist mir ärgerlich, macht er nicht. Okay, hab ich Männchen gesehen? Ich hab Männchen gesehen. Nicht so gut. Sage, das brauche ich, Baby, gerade. Ich würde jetzt schon ganz gern durchlaufen. Wo ich die. Oh, das hat sich jetzt sehr vergiftet. Oh, Alter, ist das gemein. Was heißt da? Momentan geht es noch, ne? Warte. Mist. Egal. Passiert. Müssen wir. Ich will jetzt ungern einen Halt machen. Der Laden zu.
Toll. Mein Gott. Das war zu viel Stress. Jetzt wird einmal beruhigen müssen. Okay. Ja, wie war das mit hohe, darf es nicht so emotionalen Stress ausgelastet werden? Da hatte ich irgendwie so. Oh, ja, genau, ich leuchte aber wie ein Weihnachtsbaum. Sehr nett. Okay. Ist, wenn er läuft, aber ich nicht. Genau. So, es ist geil, Leiter, einfach nur. Ja, ich bin noch gar nicht weitergelaufen. Ah, kann ich jetzt. Wenn der Regen aufhört, dann. Genau, da habe ich ja mein Reparaturspray. Okay, gut, gut, gut. Dann haben wir es hinter uns. Geil. So. Haben wir das auch hinbekommen? Ja, ja, ja. So, dann. Wir müssen ja zum ersten Mal die Schatzreparatur-Spray. Also man spult jetzt nach. Gut, haben wir es repariert. Man muss immer den Rover Tour Spray mal verschütteln, ne? Muss ja man denken, das habe ich ja nie mitgenommen. Das war eine bewusste Entscheidung. Bin ich ehrlich, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Also. Ah, ich wollte mich jetzt eigentlich hinlegen, ja, fuck. Ich wollte eigentlich durchziehen, oder? Weil die Frage ist eben Bibi, okay, ganz ehrlich, machen wir den Plan in auf. Wir legen uns ganz kurz hin. Dann aber sofort wieder raus. Also ich will jetzt hier auch nicht lange noch duschen und schießen tot machen. Wollte ich eigentlich alles danach machen. Kurz hinlegen, danach gleich weitermachen, wenn er aufgeladen ist, sofort los. Sofort wieder los. Ich wollte die Aufträge weitermachen. Wollte er jetzt nicht wieder 10 Minuten halt wieder dann verschwenden. Dass wir wieder da reingehen. Also gut, dann machen wir Planänderung. Das muss leider sein, aber ärgerlich. Scheiße.
So. Ah, ärgerlich. Ja gut, egal. Dann machen wir es jetzt so. Ich wollte heute schon die Lieferungen auch schaffen, ne? In einer angemessenen Zeit, und natürlich auch. Ah, ein bisschen ärgerlich, aber gut. Was willst du machen? Aber ich weiß nicht, was ich zu lassen habe, danke. Ich will keine Ruhe. Ich will eigentlich arbeiten. Ein Arbeitstier, so. Ja, ich war nur ganz kurz, ja genau. Ganz kurz das Baby wiederherstellen und dann. Oder dass er sich wieder auflädt. Ach Gott, ey. Ja, genau, wirf dich mal hin und penne eine Runde. Das ist voll unnötig, weil der. Schön, dass er dich beruhigt hat. Gut, Leute, weiter geht's. Komm, steh auf, Kumpel. Komm, aufstehen. Weiter geht's. Guten Morgen, Sam. Ja. Abnahme abgeschlossen. Danke. Danke für deine Großzügigkeit. Sehr freundlich, sehr, sehr nett heute. Danke. Ich wusste, dass du ein cooler, toller Dude bist. So, tschüss. Wir weitermachen. Bin jetzt aber gerade richtig hinterher, das Teil zu kriegen, oder? So. Erstmal, wenn wir uns anziehen. Okay, dafür sind auch noch Zeit. Genau. Und was wir noch machen müssen, das können wir dann auch noch mal machen. Material nicht. Ausrüstung herstellen, genau. Nummer 2. 1 wird reichen. Gut. Und hier haben wir auch ein, zwei Neues, ne? Echt? Ja, okay, können wir mal mitnehmen. Können wir ja machen. Dann renne ich, wenn ich da war, bei Capital Nord nochmal ganz kurz zurück. Ist also wohl durch den 10 Kilo weniger. Oh, warte. Ja, wie 10 Kilo müssen wir locker kommen. Gut, dann rennen wir jetzt erstmal, ja gut, dann rennen wir ganz am Ende nach Capital Not City. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Naja. Der wird gestartet, eine angenehme Reise. Total angenehm. Wenn ich hier durchgehe, ich. Die Wege sind ja scheißegal, die Wege sind ja voll cool, aber. Oh, Alter, wie ich so ein Motorrad hätte, ne? Ist ja immer noch geil. Dann kriegt der so eine Ladung, dann renne ich gleich wieder zurück und dann krieg ich hinten hin und krieg eine Ladung. Oh.
damit ihr auch hier eine Ladung kriegt. Na gut, wir wissen es ja jetzt, wie es geht, vorsichtig. Genau. Wie zerstört. Und jetzt enter. Ey, wie kommen jetzt überall die Viecher? Hörst du das? Boah, 18 Meter, wo müssen wir hin? Wo kommen die jetzt so oft auf einmal? Sehr oft. Aber vielleicht kommen wir auch gut durch. Oh, Alter. Nein, überhaupt nicht, keine Panik. Boah, muss ich noch durch andere Wege gehen, weil das. Ja, komm. Oh Gott, Alter. Aber was macht das eigentlich mit der Natur? Also ich meine, die Natur spult ja mit dem Zeitregen ja auch vor. Es spult ja alles sozusagen vor. Alter, das ist schon krass. Da ist ja alles vorspielt so, das ist aber schon. Ich denke, wenn da alle immer so 1000 GDs auftauchen. Müssen wir das hier mal von den GDs hier reinigen oder dann müssen wir vielleicht aber langsam weiterziehen. Da liegt aber auch daran, dass wir die ganze Zeit schon hier. Ungefühl 5 Jahre lang hier nur diese Routen hier benutzen.
Ach, ja, genau, aber Sense Duplizieren und Karoform brauchen wir nicht. Brauchen wir schon, aber wir brauchen jetzt kein Duplizieren. Ich glaube, es ist ein bisschen falsch. Ich glaube, so weit müssen wir jetzt auch nach oben. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht zu schnell. Nein, auf den Top, 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 Top. Bremse, Bremse. Wo ist jetzt? Du hast nirgends hingetan, gar nicht. Oh nein! Ich will was gucken. Danke. Ich glaube, 500 Meter noch. Oh, dann müssen wir wieder zurückrennen, ne? Um die letzte Rakete mitzunehmen. Oh, Alden, GD ist aber hier viel. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja, gut. Das ist halt so, kann man halt, glaube ich, auch nicht ändern. Oh, jetzt sind hier noch Mule oder was? Ob wir sagen, jetzt nicht noch Mule. Will ich bitte kotzen? Danke. Maul! Yo! Oh! Arschloch! Wenn du bei den Tourspieler runterhauen. Ey, Matt, das wollte ich nicht aus Prinzip einfach nicht. Oh, Alter, haut er mir in die Fresse. Ich hab den Schach keine Ausweichen. Oh, du könntest ein bisschen mit Wasser. Na gut, bis die da sind, Weihnachten. Ne? Nee. Tschüss. Paketsüchtige Wichser. Ob die außen Anführer haben, bestimmt. Der Antagonist, der Antagonist gegen die, irgendwie Paketleute da, Alter. Was der Fring einfach gewesen eine größere Belastung, er leckt mich noch am Arsch. Den Kack jetzt immer noch abgeben. Lass mir das jetzt ja immer noch schaffen. Danke. Dann laufen wir nochmal zurück. Oh Gott, wir sind dann das 12.000. 12.000. Genau. 12.000 Meter wäre ein bisschen viel. Das wäre, glaube ich, sogar für Sam Porter British zu viele. Na gut, okay, der muss schon kräftige Bahn haben. Sam, scan, falls du unterwegs Speicherchips findest, reiche sie unbedingt über das nächste Terminal ein. Wer weiß, welche seltenen und kostbaren Daten darauf zu finden sind. Mit deiner Spende machst du garantiert irgendjemanden sehr, sehr glücklich. Natürlich, irgendjemanden. Mach ich glücklich. Ja, okay. Keine Ahnung, was passiert, aber... Wissensdurst. Hey, sieh mal einer an. Vielen Dank dafür, Sam. Oh, gern geschehen. Die vorherigen Daten kannst du dir ja über deine Handschuhe ansehen. Frame Arms Biako. Ja, ja. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, bitte. Hier noch, ja, allein zum Windpark. Das, ja, genau. Ja, Aufträge. Oh, man ist ja zum Windpark, Alter. Wie ernst? Da muss ich nicht mehr hin.
froh, dass du hier bist. Hm. Ich nicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ungedacht. Gut, gut. Ja, alles in Ordnung. Ja, ziemlich. Das war ein einfacher Auftrag. Na gut, ja. Eigentlich schon. Spart-Button, okay. Interviewdaten erhalten, Chiral und berichtete Berichtungen. Innerhalb des Gebiets mit Chiral-Netzwerken können jetzt mehr Funktionen errichtet werden, okay. Danke. Sehr nett, danke. So. Wir haben jetzt immer 22%. Yes. Cool. Gute Reise, Sam. Sei vorsichtig, okay? Jo. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Wohin noch zum Windpark? Na gut, weil er sowieso irgendwann nochmal dahin hin muss. Zeitlimit. Ja gut, dann würde ich schon sagen, dass er halt. Ja gut, dann. Zeitlimit-Ding wieder ist. Dann auf geht's, ne? Ein Nestler. Blue Pearl wollen wir momentan eigentlich auch nicht. Ich weiß ja nicht, wofür ich jetzt Blue Pearl brauchen würde. Gott. Davon können wir drei mitnehmen. Nochmal meine drei Leitern. Genau. Da. Sehr schön. Genau, hier ist Capital Not City, da gehen wir dann.
So, Alpha Captain not Zettel, oder? Ende ist Captain not Zettel. Ah, okay, dann ist noch eine Brücke und wir fahren. Okay, ganz gechillt, das sollten wir. Oh geil, du lachst. Sehr gut. Na, da findet einer was zu lachen. Findet einer ja was zu lachen. Sehr schön. Wenn das schon an Kindern ist. Wollte ich sagen. Kinder sehen die Welt mit anderen Augen. Während die Erwachsenen teils überhaupt noch zu lachen haben. Weil irgendwie, keine Ahnung, die alles über den Kopf weg. Lachen Kinder halt und spielen mit dem Ball oder so. Oder gehen schaukeln. Spielen in der Sandkiste. Und dann jetzt halt als Elternteil und what? Oh, wir haben, ich hab gerade solche Bullen am Hals und weißt du, mein Kind sieht alles hier mit fröhlichen Gesicht, ey. Das ist doch mal schön. Naja. Eigentlich ganz gut. So. Ah, Mist. Haben wir eine Leiter? Was meinst du, eine Leiter hier hinten? Naja, vielleicht nicht, dass sie im Sand endet. Nee, das ist fertig. Ich wollte sie eigentlich nicht so. Ah, nee, ich hab's vergessen. Ich hab mir laut gedacht. Alles gut. Dann müssen wir darüber. Oh. Ich hasse es. Ich habe irgendwie hier. Ich habe in Death Stranding echt eine Wasserphobie, Alter. Ohne Witz. Ich kann den Schotter mitnehmen. Ja, komm. Das vergammelt ja auch noch. Den brauchen wir gebrauchen. Es ist perfekt optimiert. Ich will nichts anderes hören, danke. Ja, einige sind überhaupt nicht gut optimiert, aber egal. Egal. Wie behält er beschädigt? Da leck mich doch am Arsch. Dann bestimmt er wieder DDs. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht, oder geht es halt immer nur so lange, bis wir überall Schule 5 erreicht haben. Ich muss sagen, weil darum geht es ja auch, die Verbindung hier so aufzubauen. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass man halt so bis Schule 5, weil danach ergibt es ja wenig Sinn, dort noch weiter zu machen. Will ich jetzt mal behaupten. Apple North City. Genau, da habe ich es auch alles abgelegt, aber da ist auch dieser, da hat auch gerade noch. Da habe ich extra dahin gelegt, ich habe in der City, das heißt, war vielleicht auch nicht ganz dumm, weil er nicht ganz dumm war, vielleicht auch nicht ganz intelligent. Ja. Aber natürlich dann weiter den Weg noch joggen müssen. Weil ich glaube, es wird sowieso nur ein Weg für eine Folge werden. Ey, die Dinger schon wieder. Kotz, bitte. Danke. Oh, Junge, wie oft kommen die noch? Kennt ihr das? Wenn ihr eine Person seht, die ihr eigentlich gar nicht mehr wiedersehen wollt, und ihr trotzdem immer wieder seht, so geht's mir gerade. Oh nee, warum kommen die denn jetzt gerade so oft? Ich muss da Blutgranaten mitnehmen und hier den ganzen Scheiß säubern, Alter, ohne Witz. Schön mit dem GD-Fisch, ey, ich sag's euch. Da kann ich nicht rum. Hm.
730, fährt dann der Zettel. Oh, das ging ja mal, das ging ja mal wieder fix hier. Da freut mich natürlich, aber jetzt kommt er gleich wieder. Wie ist das jetzt? Ein Gefühl, dass gleich wieder kommen wird. Ich call schon mal. Oh, der will, oh, da ist die Brücke. Die ist natürlich hübsch gemacht. Ich muss auch noch im Dunkeln liegen. Boah, ey, der ist total. Oh, der Regen hört auf. Das ist ein klarer Himmel, das ist sehr, sehr gut. Aber nur wenn er gleich auch wiederkommt, ne? Gleich wieder Regen müssen wiederkommen, weil wir gehen hier dann wieder los und so. Boah, Alter. Hält der beschädigt Zeitreihe. Der hält der beschädigt. Mal ganz kurz was gucken. Was ist der Fachbänder beschädigt? Ihm hier. Ah, das heißt Frachtbehälter zerstört. Okay. Also dann geht es tatsächlich nur um den Behälter. Also natürlich. Aber es war gut zu wissen. Der verdammte Zeitregen, ne? Ja, vielleicht werden wir jetzt auch immer dazu kommen, dass wir irgendwann halt keine Probleme mit dem Set der Zeit haben. Das wird aber bestimmt noch dauern. Boah, Alter. Ja, das war schon eine große Fracht hier, ne? Ja, da kommen wir mal wieder hin. Das ist, ja, wir müssen noch ganz oft hinkommen. Verdammt. Da wollte wohl jemand mal, eine Brücke bauen. Was zum Vollenden? Okay. Wenn ich doch nur ein Auto hätte. Aber an ein Auto glaube ich nicht mehr, Leute. Ich glaube an vieles, ne? Aber nicht mal an ein Auto. Die Hoffnung gebe ich auf. Das war so tief, Alter Schwede. Gott.
Geld ist nicht schwer. Ja, ja, ja. Zack, oh Gott. Sehr gut, oh, wir haben es geschafft. Oh. Ist aber so schon so geil, ne? Wenn man die Lieferungen schafft, ne? Man freut sich halt dann schon. Also schon. Man hat dann schon was hinter sich, ne? Also jetzt haben wir halt auch wieder ein Lieber, wenn wir nochmal nach Captain in North City gehen. Und den nächsten Auftrag hier abschließen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Ah, das ist besser besser geschützt als andere. Naja, wollte ich auch gerade machen. Fisch aus einem GD-Bereich, Alter. Bin wieder zu Hause, hallo. Aber nur für kurze Zeit, vielleicht nicht mehr weg. Wir müssen gleich nochmal einmal neue Schuhe machen. Machen wir mal so allzu lange mit. Hallo, hallo, hallo. Winke, winke, winke. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ich habe noch ein paar Aufträge, geil. Liefern. Ja, genau, die ganzen Standardaufträge. Jo! Danke. Ich bin immer schnell. Also wenn es die Zeit auch erlaubt, ne? Dann schon. Boah, Alter. Haben wir auch nicht Aufträge und auf Aufträge, dann bin ich ja nochmal wieder mal geschafft. Geil, dann haben wir hier bald auch, Alter, hier haben wir auch bald 5 Sterne. Sehr gut. Nice. Sehr gut. Und ich werde dieser GD-Fisch eingebracht. Okay, 10 Minuten habe ich gebraucht. So. Okay. Sehr gut. Oh, ja, aber ich war übelst. Oh Gott, das war nur für den ersten Auftrag. Ja. Sehr gut. Bis bald, Bruder. Bis bald. Und ja, an euch gilt das auch. Bis bald, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Death Stranding. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Paris. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Ciao.